Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Blender 2.8 Tutorial. Für ein weiteres Projekt wollte ich die bekannten Blender-Hintergrundbilder benutzen und habe die im neuen Blender 2.8 jetzt gesucht. Normalerweise früher waren die so erreichbar, wenn man auf dem kleinen Seitenmenü hier ganz nach unten rollt. Da habe ich die Option jetzt nicht mehr gefunden und dann habe ich ein bisschen gesucht. Und bin dann in die Kameraeinstellung gegangen und habe dann hier unten auf Object Data hier die kleine Option Background Images gefunden. Da habe ich dann auch mal das direkt ausprobiert und mir so ein Hintergrundbild reingeladen. Und dann habe ich in den orthogonalen Ansichten vorne, Seite oder oben gesucht, ja, wo erscheint es denn? Und hier nichts gefunden. Und erst wenn man in die Kameraansicht selber reingeht, dann sieht man, dass dieses Bild hier erscheint. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Man müsste die Kamera auf die Achsen Y, X und Z-Achsen setzen, jeweils ein Kameraobjekt, und dann das Bild einblenden, was ein bisschen unpraktisch ist. Und ich habe dann noch nach einer anderen Lösung gesucht. Wie gesagt, habe ich mich auf eine Suche nach einer Alternative gegeben. Außerdem die Hintergrundbilder in der Kamerasicht einzublenden. Und dazu mache ich mir jetzt einfach hier oben eine neue Collection und gehe dann in den Ordner mit den Hintergrundbildern. Also zuerst gehe ich in die Seitenansicht, dann gehe ich in den Ordner mit den Hintergrundbildern und nehme so ein Bild von der Seite hier raus und ziehe das einfach per Drag and Drop hier rein. So, und dann erscheint es hier schon als Empty-Objekt. Das wird normalerweise nicht gerendert. Und dieses Objekt kann man jetzt ganz normal mit G skalieren, mit S skalieren, mit G bewegen und mit den Optionen hier. Use Alpha ist ganz wichtig. Dann kann man das auf 50% setzen. Dann wird es transparent. Und dann kann man das dann auch immer in den Vordergrund setzen, sodass das halbtransparent im Vordergrund erscheint und dann im Hintergrund scheinen die Objekte oder die Modellierungsobjekte dann durch. Dann hake ich meistens den Haken Display Perspective raus, dass das in der perspektivischen Ansicht nicht erscheint und dass man dann nur dieses 3D-Objekt sieht, und erst wenn man in die orthogonale Ansicht geht, erscheint es dann wieder. Hier unten sind noch Optionen, auf welcher Seite es erscheinen soll, ob es auf der Vorderseite und auf der Rückseite erscheinen sollte. Da mache ich meistens nur, dass es auf der Vorderseite erscheinen soll. Dann kann man für links und rechts getrennte Bilder einblenden lassen. Jetzt blenden wir noch ein Bild für die obere Ansicht an. Dazu gehen wir jetzt wieder in die orthogonale Top-Ansicht und ziehen dann das Bild für die, das Modell für die für das Flugzeug von oben an, rotieren es um 90 Grad. Haken wieder Use Alpha an, setzen uns wieder dann auf 50%, sagen, dass es immer im Vordergrund erscheinen soll. Und hier macht es jetzt besonders Sinn, dass es nur in der Ansicht von oben sichtbar ist, weil das Flugzeug von unten etwas anders aussieht. So, jetzt kann es hier Sinn machen, noch die Perspektive bei beiden Bildern anzuhaken, um die Bilder übereinander deckungsgleich zu bekommen, damit das Modell auch vernünftig aussieht. So ungefähr sieht es ganz
in Ordnung aus, jetzt auf die Schnelle. Und jetzt kann man wieder die Perspektive aushaken. Und dann kann man jetzt wie in Blender 2.7 gewohnt nochmal modellieren.